Meine Damen und Herren, jetzt natürlich zu unserem besonderen Ereignis als kleine Vorbereitung. John, Jürgen und Verena sind seit einer Woche bei uns nominiert. Wir haben einfach nochmal die schönsten Momente unserer Big Brother Stars zusammengestellt. Und hier kommt erstmal Jürgen. Der Typ da, Jürgenstar, der da, der Blonde. Wer ist das da? Jürgenstar, der ist immer hier im Schwimmbad. Hey, der da? Stunden sind wir jetzt alle hier. Manchmal fragen wir uns, was machen wir nur hier? Adio, adio Mexiko. Ich grüß mit meinem Sombrero, te quiero, ich habe dich so lieb. Rudi Völler, sag mal, seid ihr schwachsinnig, das Manager. Manager bei Bayer Leverkusen. Die ganze Nation lacht euch, besonders dich. Ich nicht wissen, was ein Zungenschlag ist. Ich habe 3 Anschläge mehr wie ein Rottweiler in einer Minute. Aber er ist klein und er ist blond. Was hast du getan? Das ist richtig gut. Und im Studio begrüße ich jetzt Giovanni, den Freund von Jürgen. Herzlich willkommen. Danke. Hi. Hallo. Ja. Jürgen ist ja, was die Nominierung betrifft, inzwischen ein echter Routinier. Ist oft nominiert worden, nie rausgewählt worden. Giovanni, glaubst du, Jürgen vermutet irgendwie, dass er beim Publikum spitze ankommt? Ich glaube, so mittlerweile muss er es ja spüren. Irgendwie das dritte Mal nominiert und immer noch drin. Irgendwas, ich glaube, der denkt sich schon seinen Teil. Was glaubst du, was ist so sein Erfolgsgeheimnis? Ja, das möchte ich auch mal gerne wissen. Aber ich glaube, der kommt irgendwie kommt er total gut an. Weil er ist so natürlich und wenn der morgens aufsteht, der ist happy, der ist, lacht und ich glaube, das gefällt den Leuten. Mhm. Aber wir sehen ihn eigentlich immer nur fröhlich. Ja? Da muss doch irgendwann, muss der Mann doch auch mal irgendwie so einen kleinen Tiefpunkt haben. Oder ich meine, du kennst ihn genau. Ja? Ist er immer fröhlich oder ich glaube es fast nicht. Nein, der ist immer fröhlich. Es gibt bei ihm so Tiefpunkte, glaube ich, gibt es. Der steht morgens auf, ist happy, aber... Ich glaube, wir sind alle ein bisschen so. Ja, also wir haben es ja erlebt. Also ich meine, muss ehrlich sagen, als Zlatko rausgewählt wurde, war er ziemlich betroffen. Gut, das war das heißt Punkt. Nicht, dass Jürgen nicht fähig ist zu echter Emotion. Nein, der Jürgen, ich meine, das hat ihn echt angegriffen. Das hat man auch gesehen. Der war ziemlich traurig. Der war den Tränen nah. Das ist ihm richtig nahe gegangen, als das Zlatko rausging. Ich meine, die haben eine Freundschaft. Da hat sich eine Freundschaft entwickelt zwischen den beiden. Und bist du eifersüchtig auf die Freundschaft? Ja, ein bisschen. Ja? Ja. Ja, nein, nicht wirklich. Aber Sladi wird dann willkommen sein bei euch. Sladi ist immer willkommen. Der war schon ein paar Mal da und der Sladi ist so ein netter und super Typ. Und ich hoffe, wenn der Jürgen mal rauskommt, dass uns das Sladi immer wieder besuchen kommt. Das wäre total super. Giovanni, warum spricht Jürgen im Haus nie über seine Familie? Eigentlich deutet immer seine Tochter an, auf die er sich freut, aber sonst schweigt er leise. Nein, ich glaube, der Jürgen sieht das halt, das ist die Privatsphäre, liegt ihm sehr am Herzen. Er sieht das als Spiel, was er jetzt macht. Und er möchte vielleicht seine Bekannten, Freunde und nicht so damit reinziehen, weil er weiß ja nicht, wie wir reagieren würden, ob uns das recht wäre, wenn er uns irgendwie, sagen wir mal, dass er unseren Namen oder unsere Geschichten erzählen würde. Vielleicht, er denkt sich halt, wer weiß, wie wir darauf reagieren würden. Er hält seine Freunde und seine Familie in Ehren. Ja, richtig. Giovanni, und das finde ich auch gut. Dankeschön, Giovanni. Bitte. Gut. Wer das Haus verlässt, das erfahren wir nach der Werbung. Bis gleich.
willkommen zum dritten Teil von Big Brother, der Talk. Heute Abend entscheidet sich, wer raus muss, Jürgen, John oder Verena. Verena ist ja nun auch das jüngste Mitglied in unserer WG. Seit 3 Wochen ist sie drin und hier sind ihre schönsten Momente. Talkstudio begrüße ich jetzt Mo, Verenas beste Freundin. Herzlich willkommen, Mo. Hallo. Mo, haben wir im Big Brother Haus Verena so erlebt, wie du sie kennst? Eigentlich nicht, nee, würde ich nicht sagen. Nein, was war sie anders? Ich glaube ganz einfach, dass sie vorher halt, sie war halt vorher Zuschauer. Sie hat die ganze Zeit geguckt und als sie ins Haus gegangen ist, war sie immer noch so ein bisschen Beobachterin. Sie war halt ziemlich passiv. So kenne ich sie eigentlich nicht. Sie wirkte auch ein bisschen traurig. Woran kann das liegen? Ich glaube ganz einfach, dass Verena nicht der Typ ist, den man auf so 100 Quadratmeter unter einen Zaun sperren kann. Ich glaube ganz einfach, sie ist ein absoluter Lebemensch und braucht Musik und braucht einfach auch ihr Telefon und also Sachen, die für sie das Leben lebenswert machen. Und aber sie wusste ja nun eigentlich, dass diese Situation auf sie zukommen würde. Hat sie damit nicht gerechnet? Ich meine, es war eine Herausforderung und ich glaube, keiner, der jemals drin war, weiß wirklich, was dahinter steckt. Also man guckt sich das zwar von außen an, aber wirklich in der Situation drin waren wir halt alle nicht. Und von daher kann sein, dass sie sich da ein bisschen getäuscht hat, ja. Also wird sie wahrscheinlich froh sein, wenn sie unter Umständen das Haus verlässt? Oder was denkst du? Vielleicht ich glaube, ja. Ja? Ja, ich finde auch, es reicht. Denkst du, sie rechnet damit? Ja. Woher? Ich weiß es nicht. Vielleicht wünscht sie sich das auch. Okay, Mo, dann lassen wir uns mal überraschen. Herzlichen Dank. Bitte. Sinnlos, bei dieser Stimmung nachzuhasten. Da will ich lieber hier ein Weilchen rasten. Ich will sie nicht. Die Hermia ist dein. Die Liebe kann mal ein Irrtum sein. Mein Herz war nur so zum Besuch mal da. Zu Hause ist es bei der Helena. Und da bleibt es auch. Ecke Loch im Stall, ob Kuh am Main Exzess. Wer das Gas als letzter riecht, hat als erster den Prozess. Ganz Berlin ist eine Wolke. Man sieht sich wieder mal auf der Blut. Ja, war geil, wa? Ja, also das ist eigentlich so meine größte Schwäche überhaupt, mit Gefühlen so umzugehen. Fahrrad,
kam da ein Mädchen her und sie sagte, ich bedauere dich sehr, doch ich lachte und sprach, ich brauch keinen weichen Daunen. Schön wie Venus in der Himmelssphäre. John! John, unser Mann der ersten Stunde, seit 11 Wochen im Haus, zum ersten Mal nominiert. Im Studio begrüße ich jetzt Tobias, den Hallo. Freund von John. Mhm. Herzlich willkommen, ja. Danke. Tobias, denkst du, hast du den Eindruck, John hat die Nominierung so ein bisschen beunruhigt? Siehst du das auch so? Naja, ich denke mir, für ihn ist das Problem einfach, dass er jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit hat, abzuchecken, wie viele Fans hat er draußen. Jürgen, der nun schon dreimal nominiert war, weiß, da sind halt auch ihm noch Leute. Und seine Fans, die halt irgendwo doch dann aus dem Raum Potsdam, Berlin kommen, haben halt relativ selten die Möglichkeit, auch hier zum Zaun zu kommen und hier mal über den Zaun zu rufen. Von daher hat er jetzt wirklich das erste Mal die Chance zu gucken, wie viele Leute oder habe ich Leute, die hinter mir stehen und die auch zu mir halten und ja. Nominierung als Messlatte. Ja, so ungefähr, genau. Nun wird er, hört ja auch öfter den Spitznamen Friendly Giant, ja, der freundliche Riese. Das passt nun eigentlich so gar nicht mit dem Klischee der Hausbesetzer-Szene Berlins zusammen. Findest du nicht auch? Nein, ich denke mir, das Problem ist einfach, dass wenn ich mir vorstelle, in so einem Haus wohnen 45 Leute und mehr unter einem Dach, die müssen auch alle irgendwie zusammenkommen und zusammenpassen. Und von daher sind die 10 Mann, die da drin sind, dann doch eher, ja, Peanuts. Man hat so den Eindruck, wenn John irgendwie mit dem Rücken an der Wand steht, ja, dann geht er so richtig aus sich raus. Ist jetzt vielleicht auch diese Nominierung so eine Chance, ein bisschen mehr von sich zu zeigen? Ja, das ist halt diese Messlatte, die jetzt irgendwo kommen wird. Wenn er sieht, dass irgendwo Leute hinter ihm stehen und er darf drinnen bleiben, denke ich mir, wird er auch ein bisschen mehr aus sich rauskommen und auch ein bisschen mehr von sich zeigen. Mhm, womit ist also zu rechnen bei John? Was fehlt dir denn, wenn du deinen Freund im Fernsehen siehst? Na, dass er einfach noch lockerer wird. Also noch ein bisschen spontaner reagiert auf bestimmte Sachen. Lassen wir uns überraschen. Herzlichen Dank, Tobias, dass du gekommen bist. Meine Damen und Herren, die Zeit der Telefonaktion ist jetzt um. Rufen Sie nicht mehr an. Die Zuschauer haben entschieden, wer heute Abend das Haus verlassen wird. Und über die Entscheidung informiert uns wie immer ganz zuverlässig Thorsten Wember. Herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Hallo. Herr Wember, bevor wir loslegen, noch eine kleine Überraschung. Ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Es ist ein unheimlich sympathischer Zuschauerbrief. Da möchte ich mal ein bisschen was vorlesen. Und zwar Anja und Eike Christian Neumann haben dir geschrieben, lieber Thorsten, an den Master of Suspense, sehr geehrter Herr Wember. Wir sind sehr große Big Brother Fans, aber erstmal ein großes Lob an Sie. Immer wenn Percy, das bin ich, das Kommando an Sie übergibt, steigt die Spannung ins Unermessliche. Wir fühlen uns immer in die Zeit zurückversetzt, als Frank Elstner auf das Ergebnis des TED wartete. Sie bringen uns am Sonntagabend immer ein gutes Stück deutsche Fernsehkultur zurück und darauf sind wir besonders stolz. Hier, Thorsten, der ist für Sie mit Autogrammwunsch. Aber den ich natürlich auch gerne erfüllen würde. Vielen lieben Dank. Gut. Zurück zu den ernsten Dingen. Unsere Zuschauer haben eine Entscheidung getroffen. Wie sieht sie aus? Werden wir jetzt sehen. Also, wer wird das Haus verlassen? Wird es Jürgen sein und seine Tochter heute Abend in den Arm schließen? Oder wird Verona jetzt Verena folgen? Oder umgekehrt? Habe ich es umgekehrt gesagt? Ja. Oder John, der neue Frauenheld. Starten wir es. Sie gleich auf. So, Verena wird das Haus verlassen mit einem für diese Woche sehr klarem und eindeutigen Ergebnis. Und zwar mit 77,6%. Ein klares John 13,9% und Jürgen 8,5%.
Ein klares Ergebnis für Verena. Verena wird heute Abend das Haus verlassen. Wir schalten zu Sophie, um einfach mal Tuchfühlung aufzunehmen mit den Fans. Sophie, wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist trotzdem weiterhin gut. Und ich denke mal, ihr seid nicht wirklich so überrascht, oder? Nein, wir haben uns das schon gedacht und jetzt freuen wir uns auf die Verena. Denkst du vielleicht, ich habe es ja auch mitbekommen, sie war irgendwie ein bisschen traurig, dass es zu wenig Zeit war in dem Haus? Denkst du, sie hätte ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um sich einzuleben? Ja, ich meine, an 2-3 Tagen war sie dann immer super gut drauf und dann irgendwann hat sie wieder abgeflacht. Das war so unterschiedlich. Ich glaube, das wäre die nächsten 2 Wochen so weitergegangen. Ja, aber an der Gruppe liegt es ja wirklich nicht, weil die haben sie ja, sehr positiv super aufgenommen. Ja. Und die ersten Tage waren für sie auch, glaube ich, die schönsten. Das denke ich auch. Hier steht natürlich auch noch der Vater. Was haben Sie denn heute Abend für die Verena vorbereitet? Im Moment würde ich sagen, noch gar nichts. Wir warten jetzt erstmal ab, wenn sie rauskommt. Und dann tun wir uns mal darüber unterhalten. Und dann einfach mal seelische Unterstützung. Was dabei rauskommt, ja. Denken Sie, sie wird ein bisschen innerlich zusammenbrechen? Glaube ich nicht, nein. Sie ist stark und übersteht das. Ich glaube schon. Durch die Familie und durch die Freunde. Ich glaube schon, ja, ja. Hey, ganz gut. Okay. Ich gebe jetzt zurück zu dir, Percy, ins Studio. Danke, Sophie. Meine Damen und Herren, wir wissen jetzt Bescheid im Studio. Verena wird heute Abend das Haus verlassen. Zeit jetzt, live in das Big Brother Haus zu schalten, um das Ergebnis, Ihr Ergebnis, liebe Zuschauer, unseren Kandidaten mitzuteilen. Hallo. Hallo. Liebe Bewohner, es ist mal wieder Zeit für unser Sonntagsgespräch. Jetzt auch mal wieder Sonntag. Heute ist Donnerstag, ne? Wollt ihr wissen, wer deutscher Meister ist? Ja, ja, ja. Ich will das wissen. Nö. Nö. Doch, ich. Eine Münchner Mannschaft. Ja! Und Köln ist aufgestiegen, soll ich dir ausrichten. Schön. Ja? Schön. Aber ihr seid ein bisschen nervös, habe ich den Eindruck. Ja. Ja, wie jeden Sonntag. Später mit dir, Percy. Was wollen wir, John, was wollt ihr wissen? Ja, wer kommt denn heute? Na, diesmal wird einer das Haus verlassen. Ach so, ist das die Zuschauer haben entschieden. Jungs, ihr bleibt drin. Verena, wir freuen uns riesig auf dich im Studio. Ihr habt jetzt Schatzi, noch Zeit. Wir sehen uns in 3 Wochen. Ihr habt aber Zeit, euch voneinander zu verabschieden. Ich muss dir ganz schnell was sagen. Oh ja, Jürgen, sag mir doch mal wieder was. Ist versprochen. Was denn? Und versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Ich bleib hier. Hört mal. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, euch voneinander zu verabschieden. Ich melde mich nachher wieder. Bis gleich, ja? Ciao. Tschüss. Mann. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, muss man was sagen, ne? Endlich. Sie ist glücklich. Mann, Mann. Ah, jetzt kennst du sie. Ruhig, meine hast kleine noch Bella. Zeit. Aus mir. Ich zieh bloß alle. Oh Gott, bist du froh, ne? Auf die nächsten. Die nächsten schönen Wochen. Ja, genau. Ich bin froh, denke ich. Ich nehme das Glas und stoße mit dir. Ganz, ganz viel Spaß noch hier drin, ne? Und hier draußen. So scheiße. Wie kannst du das tun? Ja, siehst du, wenn du jetzt geredet hättest. Ja, der schaltet sich ja dann. Na und? Und? Ist doch immer das Gleiche. Ja, ja. Wir machen jetzt eine kleine Pause, dann wird Verena bei uns im Studio stehen. Außerdem haben wir eine ganz besondere Information für Sie, wie Sie sich nämlich für die 2. Big Brother Staffel bewerben können. Bis gleich.